Ich glaube, ich habe in dieser Kurve immer einen Radfahrer vor der Nase. Muss mal die anderen Videos durchgucken. Wenn es immer der gleiche ist, dann habe ich mir Gedanken gemacht. Moin und hallo erstmal. Sonntagmittag. Traumhaftes Wetter. Und ich kau schon wieder auf meinem Tuch rum. Verdammt. Ja, ich habe mich sehr spät heute doch noch dazu entschlossen, eine Runde zu fahren. Also jetzt ist es kurz vor 4. Das Wetter ist den ganzen Tag schon sehr einladend. Nur habe ich irgendwie den Arsch nicht hochgedrückt. Naja, und mehr oder weniger auf Drängen meiner Freundin hin, habe ich mich jetzt doch noch aufs Motorrad gesetzt. Ja, jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, wie auf Drängen der Freundin fährt er jetzt Motorrad und die ist nicht dabei. Ist die einfach froh, dass sie ihn los ist oder was ist da los? Das kann natürlich auch sein. Ja, sollte ich vielleicht mal fragen. So, jetzt kommt eine traumhafte Strecke. Ein paar Kilometer. Mal gucken, ob ich eine vernünftige Musik finde für euch. So, jetzt habe ich mal mein Ziel einprogrammiert. Also Dahn im Pfälzerwald, im Wasgau, glaube ich. Wasgau ist so eine Region, die sich über Pfälzerwald und Vogesen erstreckt. Und also zum Teil auch nach Frankreich rüber. Ist ja alles sehr grenznah hier. Und da im Wasgau, da liegt eben Dahn. Da gibt es das Dahner Burgenland. Und auf dem Weg dahin liegt Hinterweidenthal. Und Hinterweidenthal ist bei Hinterweidenthal
ist eine Sehenswürdigkeit im Pfälzerwald oder im Wasgau. Die nennt sich der Teufelstisch. Und warum das so heißt, das zeige ich euch vielleicht nachher. Vielleicht kriege ich ein paar schöne Bilder zusammen. Ja, da ist mein Navi wohl nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ich hätte nämlich hier runter müssen. Und nicht erst in, keine Ahnung, 700, 800 Metern oder so. Aber ich bin auch nicht mehr auf dem neuesten Stand hier. Hier wird so viel gebaut. Die B10 hier, die Autobahn, nenne ich sie mal, durch den Pfälzerwald. Die ist überall, sind sie die am Ausbauen, in drei, also hier zweispurig. Und hier sieht man ja nebendran, ist auch schon fast fertig. Ja, da ist man dabei, das so weit als möglich vierspurig auszubauen. Und da gibt es halt nur mal Änderungen, die irgendwie mein Navi noch nicht drauf hat. Weil, vielleicht erinnert ihr euch, es gab da diese Geschichte bei der Tour, dass ich... Ups. Schotter. Es gab da diese Geschichte auf der Tour, dass ich mein Navi abgedatet habe und dann war alles weg. Also dann gab es kein Österreich mehr und kein Italien und so weiter. Und da habe ich es dann wieder zurückgesetzt auf den Zustand davor und dementsprechend habe ich jetzt wohl nicht das aktuellste Kartenmaterial drauf. Aber ist ja nichts passiert. So, wo ist das Ding? Zeig ich mal her. So, ich hoffe, man kann das sehen. Da oben. Das ist scheinbar noch ein recht langer Fußmarsch. Und da ich nicht meinen ganzen Kram da hochtragen möchte und hier auch die Hölle los ist, erspare ich mir das und blende aber trotzdem jetzt gleich mal ein paar Bilder ein. Das ist nämlich ziemlich beeindruckend da. Das ist eine, weiß nicht, so 15, 20 Meter hohe Felsformation, die ziemlich spektakulär aussieht, weil da oben drauf so ein Felsbrocken liegt, auf so einem kleineren unten drunter. Man fragt sich, wie kommt der da hin? Ja, hier unten ist so eine ähnliche, natürlich nicht ganz so spektakulär, auch so eine Felsformation, also so eine Sandstein. Hier ist Pfälzerwald, ist ja alles Sandstein. Alles roter Sandstein. Und da gibt es echt abenteuerliche Formationen. Ja. Auch ansonsten gibt es hier schön was zu sehen. Also der Pfälzerwald ist auf jeden Fall, abgesehen von den Kurven, auch ansonsten ein recht lohnendes Ziel. Nicht nur mit dem Motorrad. Auch wenn man mal mit der Familie irgendwie einen Ausflug machen will oder so. Nicht zu verachten sind natürlich auch die Pilser Kartoffeln. Ne? Ja, ein bisschen Kultur muss ich mir aber auch noch aufheben. Dann eigentlich hatte ich vor, den Pfälzerwald mit einigen seiner Sehenswürdigkeiten etwas näher vorzustellen, wenn ich mit Projekt Hasi an der Reihe bin. Aber leider hat das ja irgendjemand verkackt, ne? Wo dieses Stofftier des kleinen Mädchens jetzt schon monatelang hier auf Eis liegt. Ne? Also ich finde diese Performance finde ich wirklich erbärmlich. Also da muss ich echt sagen,
Ich meine, da kann man jetzt von halten, was man will. Natürlich ist es nicht der Lebensinhalt von irgendwelchen Motovloggern, aber wenn sie keinen Bock drauf haben, dann sollen das einfach lassen. Ja. Aber nicht das Ding hier monatelang bei sich rumliegen lassen. Das finde ich schon sehr traurig. Aber vielleicht kommt er ja nächstes Jahr mal zu mir. Keine Ahnung. Ja, es ging ja bei diesem Projekt nicht darum, irgendwie irgendwas Sinnloses zu tun, sondern es hatte ja schon einen Sinn, indem das kleine Mädchen hier diesen Hasen da auf die Reise schicken wollte. Was zum Teil auch getan hat, es kamen ja schon tolle Sachen. Uiuiui, Gesundheit, Dankeschön. Aber gut, jetzt liegt er irgendwo rum und keiner beschäftigt sich damit. Traurig. Ne? Das ging zu Ostern irgendwie, es war ja vor Ostern noch, ging das Tier auf die Reise und jetzt haben wir mittlerweile Ende August und es sind gerade mal 2 Videos dabei rausgekommen. Ne? Und das ist also schon erbärmlich. Ne? Ja, also entweder das Ding ist geliehen oder der hat keine, vertraut sich nicht. Und das ist ja schon wieder schade hier. Ne? Das ist schon wieder schade. Die schönsten Kurven und ein Bremsklotz vor der Nase. Oh, das gute Zweitakter-Gemisch. Lange nicht mehr gerochen. So, das letzte Stückchen Hausstrecke darf natürlich auch nicht fehlen. Schöne Runde übers Johanneskreuz mal wieder, wie immer. Und jetzt leider hier mit Verkehrshindernissen. Meine Lieblingsstrecke. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass ich meine Krise überwunden habe. Und hoffe, dass ich jetzt, ich versuche wieder so ein bisschen unbeschwerter an das Thema Motovloggen heranzugehen. Muss ja versuchen, was gegen meine rückläufigen Abozahlen zu unternehmen. So, jetzt sind wir gleich zu Hause. 10 Minuten noch oder so. Und schön war's. Schöne Tour. Schöne Strecke. Schönes Wetter. Schön. Schönes Türchen am Sonntagnachmittag. Ich bedanke mich mal bei meiner Freundin dafür, dass sie mich genötigt hat, doch noch Motorrad zu fahren heute. Und bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. In diesem Sinne sage ich mal wieder ganz optimistisch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.